Einige Leute haben sich es wahrscheinlich schon gedacht, der erste AAA-Titel, der dieses Jahr erscheint, wird einen Battle-Royale-Modus haben. Was dafür dann auf der anderen Seite allerdings auf der Strecke bleibt, darüber als auch über einige andere Themen sprechen wir nach dem Intro. Ja, moin und Vogel am Start mit einer weiteren Folge zum Wochen-Gameblick. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum heutigen Video, wo wir wahrscheinlich so ein kleines bisschen Battle Royale-Geschichte schreiben werden, denn wir sprechen von Call of Duty Black Ops 4, das dieses Jahr an den Start gehen wird, und zwar im Oktober. Und da hat sich Activision wohl gedacht, Battle Royale funktioniert gerade sehr gut und wir müssen mit auf den Hype-Train aufsteigen, um ein kleines bisschen ja, mitzumischen. Das ist aber wohl angeblich Gerüchten zufolge nur die halbe Wahrheit, denn anonyme Quellen zufolge, die zu den Websites Kotaku als auch Polygon gegangen sind, um die Informationen da an der Stelle zu platzieren, die sagen wohl, dass Activision bzw. der Entwickler von Black Ops 4 es nicht hinbekommen hat, zum Release-Datum Mitte Oktober die Singleplayer-Kampagne fertigzustellen. Und dementsprechend sieht auch das Feedback aus. Normalerweise könnte man jetzt erwarten, Call of Duty und einen Battle Royale-Modus und what? Was ist da los, Leute? Wird richtig gut, aber nein. Das bedeutet, wenn die Gerüchte wahr sind, dann haben wir dieses Jahr ein Call of Duty Black Ops 4 ohne Singleplayer-Kampagne mit dem Multiplayer-Part, der so sein wird wie wahrscheinlich die letzten Jahre auch, einem Zombie-Modus und einem Battle Royale-Modus. Der wohl größten Informationsseite hinsichtlich Call of Duty, nämlich Charlie Intel, die soll noch weitere Informationen erhalten haben, nämlich dass Raven damit beauftragt wurde, diesen Battle Royale-Spielmodus für Black Ops 4 zu designen und zu entwickeln. Und dieses Entwicklerstudio war zuletzt mit Call of Duty Modern Warfare Remaster zugange, das im Jahr 2016 erschien. Das klingt für mich persönlich erstmal logisch, dass etwas nicht fertiggestellt werden kann bis zu einem gewissen Datum. Call of Duty kommt früher als sonst und Battle Royale bietet sich an der Stelle ganz gut an. Aber jetzt ist meine Frage, die ich an euch stelle. Zählt ihr zu den Leuten, die Call of Duty sehr gerne wegen der Kampagne gespielt haben? Oder seid ihr sowieso jemand, der eigentlich zu 99% der Zeit den Multiplayer-Modus gestartet hat? Ich bin sehr gespannt. Die Zeiten scheinen ziemlich aufregend zu sein für die Battle Royale-Welt. Das führt uns auch schon zum nächsten Battle Royale-Thema. Keine Angst, wir werden auch gleich noch über ein paar andere Dinge sprechen. Aber der Lead-Entwickler Eric Williamson von Epic Games, der sich um Fortnite kümmert, der hat jetzt ein paar Aussagen getätigt, die sich um die Zukunft von Fortnite drehen. Und wir wissen alle, dass Fortnite unglaublich viele Content-Updates bekommen. Einige sagen sogar, das ist zu viel. Irgendwie gefühlt jede zweite Woche eine neue Waffe und Anpassungen, die an dem Spiel vorgenommen werden mit den ganzen Skins und so weiter und so fort. Die langfristige Zukunft von Fortnite soll aber so aussehen, dass man ständig wechselnde Spielmodi haben wird. Also einfach da an der Stelle Neuerungen, die das Spiel wieder ein bisschen attraktiver machen. So richtig neu könnte er sich allerdings aber ein größeres Fortnite vorstellen. Und mit größer meine ich jetzt die Spieleranzahl zu erhöhen. Von 100 vielleicht auf 200 zu gehen, vielleicht sogar noch mehr. Da muss man dann gucken, wie die Technik mitmacht und natürlich, ob das die Spieler überhaupt möchten. Zusätzlich findet er es sehr schade, dass man den PvE als auch den PvP-Part von Fortnite nicht miteinander verbinden kann. Und er arbeitet wohl aktuell gerade an Ideen und auch an Konzepten, um da eventuell was auf die Beine zu stellen. Ich persönlich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Ich meine, der PvE-Part ist halt komplett autark zum PvP-Part. Also die haben halt an sich nichts miteinander zu tun. Aber vielleicht überraschen sie uns ja. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dreht sich das um verkaufte Spiele, also Games in Deutschland. Und da gab es jetzt eine Statistik, die ich tatsächlich auch ungefähr so eingeschätzt hätte. Darüber reden wir gleich. Aber meine Frage zuerst an euch. Wenn ihr PC-Spieler seid oder wenn ihr Konsolenspieler seid, kauft ihr lieber Games physisch, dass sie irgendwo im Regal landen, also richtig mit Hülle und mit dementsprechender Disc drinne, oder seid ihr eher ein Fan, selbst an der Konsole vielleicht sogar, die Games digital zu kaufen? Auf der Pressekonferenz der Games Week Berlin haben nämlich die Verantwortlichen dann die Statistiken bzw. auch die Zahlen und die Herkunft der Zahlen vom Marktforschungsinstitut GfK vorgestellt und die sehen wie folgt aus. 8 von 10 Spielen wurden auf dem PC im vergangenen Jahr über Uplay, Steam, GOG und vielen, vielen anderen Seiten auf dem PC
erworben. Das ist ein 10%iger Anstieg im Verhältnis zum Jahr 2016. Ist eine Tendenz auf jeden Fall, aber ich denke, wir wissen alle, dass es irgendwie in die Richtung gehen wird. Und beim PC-Spieler ja gefühlt sowieso schon seit einigen Jahren. Allerdings sind lediglich 23% aller gekauften Spiele bei den Konsoleros digital. Und das ist immer noch eine ganz schön krasse Ansage, muss ich persönlich sagen. Der generelle Umsatz in der deutschen Videospielindustrie, der steigert sich um knapp 15% und knackt damit erstmalig die 3 Milliarden Euro Marke. Und es hört sich auch ziemlich gut an, würde ich sagen. Also lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr eher digital oder eher physisch kauft. Da bin ich echt sehr gespannt. 3 Jahre Abstand haben wir von der PlayStation 4 zur PlayStation 4 Pro, jetzt zur PlayStation 4. Wir haben es schon mal angesprochen, die Gerüchte, ja, die verdichten sich. Es soll wohl jetzt immer und immer mehr Berichte geben tatsächlich, wo die Leute behaupten, sie wissen über die PlayStation 5 Bescheid. Es wird schon in 4K 60 FPS entwickelt. Die PlayStation 5 soll abwärtskompatibel für die PlayStation 4 Spiele sein und. Und ich glaube, mittlerweile kann man schon fast davon ausgehen, dass die Gerüchte an der Stelle wahr sind. Ende 2019 bzw. im Frühjahr 2020 soll es dann soweit sein mit der PlayStation 5 zu knapp 399 Euro. Jetzt habe ich euch alle Informationen innerhalb von kürzester Zeit gegeben. Das sind die Gerüchte, die aktuell im Internet kursieren. Nehmt die Informationen so ein kleines bisschen mit Vorsicht zu Gemüte, denn wir wissen alle nicht, ob dem tatsächlich so ist. Und bestätigt wurde ja noch nichts. Vielleicht sehen wir ja bei wenigen Wochen auf der E3 ein bisschen mehr. Ich wollte euch dahingehend auf jeden Fall erstmal noch kurz updaten. Updaten wollte ich euch auch zum Thema God of War, denn ihr könnt den neuesten Teil zwischen dem 20. und dem 23. April bei GameStop für 9,99 Euro kaufen, wenn ihr entsprechend der Tabelle, die GameStop euch mitgibt, beziehungsweise könnt ihr euch auch gerne angucken, Link ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann sehen, welche Controller mittlerweile schon und welche Games von PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One ihr verkaufen könnt, um dann God of War für 9,99 Euro mitzunehmen. Ich glaube, das sind 2 Titel wieder. Falls ihr irgendwas zu Hause rumzuliegen habt und ihr seid nicht der Meinung, dass ihr in jenes oder dieses Game nochmal reingucken wollt, dann geht damit einfach zu GameStop innerhalb des Zeitraumes, verkauft die ganzen Games und dann bekommt ihr God of War für 9,99 €. Ich bin an der Stelle nicht gesponsert von GameStop, das möchte ich nochmal sagen, das ist einfach nur ein bisschen Werbung für euch. Falls ihr, wie gesagt, Lust habt, euch God of War zu holen, euch der Vollpreistitel an sich aber aktuell vielleicht ein bisschen zu teuer ist. Das führt uns auch schon zum letzten Thema des heutigen Videos, nämlich der Games Week Berlin, die hier vom 23. bis zum 29. April gehen wird und sich eigentlich komplett rund um all das dreht, was das Gamerherz begehrt, von Veranstaltungen rund um verschiedene Games, auch die Indie-Szene ist mit dabei, Cosplays, als auch Real-Life-Quests, die hier in Berlin tatsächlich im Zuge dieses Events machen könnt. Es gibt sogar eine große LARP-Veranstaltung für all diejenigen, die sich damit auskennen. Das ist quasi ein Rollenspiel in der wirklichen Welt und das dreht sich wohl um das Jahr 2061. Falls ihr jemand seid, der sowas komplett anspricht, dann kommt gerne nach Berlin, vielleicht wohnt ihr ja sogar schon hier und seid eh schon mit am Start, dann müsst ihr mir mal bitte den Erfahrungsbericht da lassen, denn ich überlege tatsächlich noch, ob ich mich bei der einen oder anderen Veranstaltung halt einfach mal sehen lasse. Also Leute, das war's mit dem heutigen Video. Das war vielleicht bei dem einen oder anderen Thema ein bisschen kürzer. Wenn es da irgendwie wiederholende Informationen gibt, die vielleicht ein kleines bisschen geupdatet werden nur, dann werde ich das, glaube ich, in der Zukunft des Öfteren mal so machen. Wenn ihr mehr Reviews als auch Gaming-News und vielleicht ein bisschen Overwatch-Content von mir sehen wollt, dann lasst mir sehr gerne ein Abo da. Ihr helft mir unglaublich, wenn ihr den dicken, fetten Daumen nach oben packt. Stay tuned, das war's, Google, und wir sehen uns in der nächsten Episode.